Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich finde es auch ganz toll, dass sich Lehrerinnen und Lehrer mit der Zukunft jetzt ein bisschen intensiver oder systematisch beschäftigen, weil es wurde ja auch gerade vom Moderator Himmelrath gesagt, sie arbeiten für die nächsten Generationen und von daher glaube ich, ist es schon lohnend, einen Blick nach vorne zu wenden. Vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Sätze zu meinem Hintergrund. In meinem allerersten Leben war ich Werkzeugmacher. Habe aber dann gemerkt, das kann es nicht gewesen sein und habe dann Soziologie studiert und arbeite jetzt seit über 20 Jahren als Zukunftsforscher in Berlin. Da gibt es übrigens auch einen Masterstudiengang Zukunftsforschung an der FU Berlin bei Herrn Professor Dehaan, also auch ganz spannend und da lehre ich halt auch, um immer wieder neue Inspirationen zu kriegen. So, also der Titel ist Zukunft macht Schule. Stimmt eigentlich auch, ist natürlich auch umgekehrt auch richtig, Schule macht Zukunft, aber ich denke mal, der Fokus ist hier dann die Zukunft, die wir ein bisschen beleuchten wollen jetzt. Es ist übrigens vorgesehen, vielleicht noch vorweg, dass ich erstmal Input gebe, vielleicht so 50 Minuten etwa mit PowerPoint, dass mich dann Herr Himmelrath so ein bisschen befragt und dann natürlich Sie die Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen, Statements abzugeben, dass wir also so ein bisschen in den Dialog kommen. So, ich habe mir vorgenommen, dass ich etwa 5 Bereiche abarbeite mit Ihnen. Einmal einstiegsbezogen Zukunftsdenken, Zukunftsforschung. Da könnte ich ein ganzes Semester vortragen, das will ich aber auf 5 oder 10 Minuten beschränken. Dann will ich was sagen zu Wandel und Megatrends. Der Begriff Trends wurde ja von der Korrektorin schon erwähnt. Dann künftige Herausforderungen, die damit verbunden sind. Dann der Punkt Jugend und Bildung als Themenkomplex. Und dann der letzte Punkt soll ungefähr sich beschäftigen mit Schulen und Lehrerinnen. So, der Einstieg. Das ist jetzt nicht Zukunft, sondern ganz, ganz, ganz alte Vergangenheit. Ich will das Bild aber deshalb zeigen, um Ihnen klarzumachen, dass die Beschäftigung mit Zukunft, das Denken über Zukunft, das Nachdenken oder Vordenken über Zukunft uralt ist. Das ist ein Beispiel nachzulesen bei Thomas Mann in seinem wunderbaren Werk Josef und seine Brüder. Damals soll es so gewesen sein, dass Josef ja verkauft wurde nach Ägypten und so weiter und dann Kontakt aufgenommen hat mit dem damaligen Pharao. Der hat Vertrauen in ihn gewonnen und hatte dann verschiedene Träume, immer wieder, die ganz, ganz schwierig und schlimm waren. Also der Pharao ahnte, das ist was Besonderes, was ich da träume. Und Josef hat ihm diese Träume interpretiert, hat es gewissermaßen in die Zukunft interpretiert, was diese Träume heißen könnten. Und es waren halt diese Träume, auch in der Bibel nachzulesen, von den 7 mageren und den 7 fetten Jahren, was dazu geführt hat, dass während der 7 fetten Jahre der Pharao Lagerhallen aufgebaut hat, Ernte wurde gelagert und so weiter, um die 7 mageren Jahre, die darauf folgten, dann zu überstehen. Das heißt, es ist ein erfolgreiches Beispiel von Zukunftsvorausschau, wenn man so will. Heutzutage arbeiten wir weniger mit Traumdeutungen, sondern mit mehr oder weniger wissenschaftlich fundierten Methoden, Konzepten und so weiter. Aber trotzdem, glaube ich, ist der Hinweis wichtig, dass wir als Menschen, das ist eine Art anthropologische Konstante, uns dezidiert, oftmals implizit, aber manchmal auch explizit mit Zukunft beschäftigen. Im Alltagsleben, im Berufsleben und in anderen Zusammenhängen. Moment. Ah, jetzt kommt es, genau. Ja, und jetzt, Sie sehen schon, es wird ein bisschen komplizierter. Also es geht da nicht mehr um Traumdeutung, sondern ein wichtiger Punkt oder ein wichtiges Konzept, mit dem wir arbeiten, sind Trends oder sogar Megatrends. Das ist eine wichtige Größe für unsere Arbeit, weil es sich dabei um Entwicklungslinien in Gesellschaften handelt, die eine gewisse Dauer haben, eine gewisse Wirkmächtigkeit und viele, viele Dinge im Alltagsleben, im Berufsleben, in der Politik auch tatsächlich beeinflussen. Ich habe hier jetzt mal beispielhaft einige Megatrends niedergeschrieben gewissermaßen. Ganz oben Digitalisierung, was also auch schon erwähnt wurde.
als großen Trend Gesundheit, also auch Gesundheitswesen, Gesundheitsforschung, ein wichtiger Trend Ernährung, also zum Beispiel die Forschung darüber, wie kann die Weltbevölkerung in Zukunft ernährt werden, Stichwort Insekten oder andere Biomassen, die man verwenden kann, etc. pp. Wissensgesellschaft, da sind wir hier an der Universität natürlich richtig. Wissen wird immer wichtiger als Faktor für gesellschaftliche Entwicklung. Individualisierung, ein eher soziologisches Thema. Dann hier unten Globalisierung, demografischer Wandel, natürlich auch ganz wichtig. Diversität, was auch die Korrektorin gerade schon angedeutet hat, gerade in den Schulklassen. Dann Fragen wie Ressourcenverfügbarkeit oder das Schlagwort Peak Everything. Sie kennen wahrscheinlich den Begriff Peak Oil, also dass Öl irgendwann mal zu Ende gehen wird. Und das gibt es aber auch für viele, viele andere Rohstoffe. Also auch viele andere Rohstoffe sind irgendwann mal zu Ende. Und dann stellt sich die Frage, was machen wir dann? Gibt es Ersatz? Müssen wir völlig anders denken und so weiter? Und drüben auf der rechten Seite, natürlich gibt es auch einen permanenten, teilweise sich beschleunigenden Wandel der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Es gibt einen Wertewandel. Das wird wahrscheinlich jede ältere Generation wahrnehmen und sagen, also die heutige Jugend, die ticken ja ganz anders und das sind Werte, die gehen verloren. Das heißt also, es ist ein permanentes Thema. Oder auch, was auch schon erwähnt wurde, Mobilität. Mobilität der Zukunft, wie kann man sich das vorstellen? Ist E-Mobility wirklich der große Bringer oder braucht es dafür nicht auch immense Rohstoffe, die wir eigentlich dann auch gar nicht haben? Gerade wenn wir über Globalisierung nachdenken und überlegen, wie sieht es in Ländern wie China, Indien, Brasilien aus, wenn die denselben Lebensstil haben wollen wie wir, ist das überhaupt möglich? Also wie kann man all das gestalten? Das heißt, wenn Sie sich das alles mal vergegenwärtigen, diese Entwicklungslinie, diese Megatrends, auf die wir heute schon blicken können, können Sie eigentlich sich vorstellen, wie verändert künftige Gesellschaft aussehen könnte? Und genau darum geht es in der Zukunftsforschung, nicht nur diese einzelnen Megatrends zu untersuchen, sondern das möglichst zusammenzudenken, Konflikte anzudenken, zu durchdenken, zu bewerten oder dann natürlich auch Chancen, aber auch Risiken zu überlegen. Und das machen wir zum Beispiel in der Form von Szenarien, dass wir also gewissermaßen Zukunftsbilder malen, richtige Panoramen, wo dann deutlich wird, das eine hat mit dem anderen zu tun, es gibt vielleicht Konflikte, es gibt aber Ergänzungen und so weiter. Also das heißt, das sind verschiedene Methoden von uns, die wir in der Zukunftsforschung heutzutage verwenden. Das heißt also Megatrends, Trendforschung wäre ein Punkt, Szenarien entwickeln oder auch so etwas wie Roadmaps entwickeln. Wenn man sagt, okay, wir haben verstanden, es gibt hier ein Problem, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Und dann könnte man zum Beispiel eine Roadmap entwickeln, also im Prinzip eine Straße, einen Pfad entwickeln, wer mit wem wann was machen sollte. Das ist im Prinzip so eine Art Planungskonzept. In diesem Zusammenhang will ich gerade noch mal zitieren den Gründungsdirektor unseres Forschungsinstitutes des IZT in Berlin. Der hat mal gesagt, und das wird immer wieder zitiert bei uns in der Zukunftsforschung, er hat also geschrieben oder gesagt, man kann die Zukunft nicht vorhersagen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Manche denken wirklich, wir würden sagen, morgen geschieht das, nächstes Jahr wird der gewählt oder es gibt eine Katastrophe oder sowas. Das ist Zukunftsforschung nicht. Zukunftsforschung ist der Versuch, sich der Zukunft zu nähern, aber nicht mit Vorhersagen. Wir können bestimmte Wahrscheinlichkeiten angeben, auch mit großer Vorsicht, sondern eher sich Gedanken machen, sich Bilder machen über die Zukunft. Also er hat gesagt, man kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber man kann wissenschaftliches Zukunftswissen erarbeiten und nutzen, um Zukünfte, Plural Zukünfte, besser zu erfassen. Das heißt, mögliche, wahrscheinliche und wünschbare Zukünfte und diese in einem partizipativ-demokratischen Prozess darauf hinarbeiten, dass Katastrophen vermieden werden und das Beste realisiert wird. Also eigentlich ein sehr komplizierter, anspruchsvoller Prozess, auch gerade mit der Partizipation.
denn es war in den ersten Jahrzehnten der Zukunftsforschung in diesem Jahrhundert oder im letzten Jahrhundert so, dass eigentlich nur sogenannte Experten einbezogen wurden, die an einem grünen Tisch sich überlegten, wie könnte die Zukunft aussehen oder wie soll die Zukunft aussehen. Und seit Jahrzehnten, seit den 80er, 90er Jahren, ist es so, dass wir das sehr stark partizipativ machen. Das heißt, dass wir sogenannte Alltagsexperten mit einbeziehen, also Leute, die aus ihrem Umfeld mit uns gemeinsam besprechen, wie wollen wir leben? Wie können wir uns das vorstellen? Oder wie wollen wir nicht leben? Das heißt, gemeinsam Zukunftsbilder entwerfen. Ich gehe dann mal weiter zum nächsten Punkt, also zu Wandlungsprozessen. Da will ich einen etwas makabren Witz erzählen, den sicherlich einige von Ihnen schon kennen. Im Weltraum treffen sich zwei Planeten. Da sagt der eine zum anderen, Mensch, du siehst aber blass aus, du bist irgendwie krank oder sowas. Und da sagt der andere Planet, blauer Planet, oh ja, du, mir geht's nicht gut, ich habe Homo sapiens sapiens. Da sagt der andere Planet, du, das hatte ich auch mal, das geht vorbei. Also sehr, sehr schwarzer Humor, aber leider, leider ist da einiges Wahres dran. Und im Prinzip geht es darum, auch unter Zukunftsforscher zu vermeiden, dass Homo sapiens sapiens in absehbarer Zeit wirklich aussterben, obwohl heute vieles danach aussieht. Und da vieles danach aussieht, habe ich hier den nächsten Slide vorbereitet. Dieses Konzept Earth Overshoot Day, Erdüberschusstag, gibt es seit 1987. In meinen ersten Vorträgen habe ich das im Prinzip auch schon zitiert. Und erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren kommt das auch so in den Massenmedien rüber. Was zeigt, wie lang solche Prozesse dauern, dass also Wissenschaft schon viele Dinge für sich klar hat, auch im Klimawandel, in vielen anderen Themen ist das auch so. Und es dauert 10, 15, manchmal 20 Jahre, bis das im öffentlichen Bewusstsein so einigermaßen Anklang findet. Und da spielen natürlich, um den Prozess so ein bisschen zu beschleunigen, Schulen natürlich auch eine wichtige Rolle, das mit einzubeziehen. So, und was Sie jetzt hier sehen, auf der linken Seite, sind tatsächlich die Forschungsergebnisse über den Earth Overshoot Day. Und zwar basiert dieses Konzept auf dem Global Footprint. Das ist der Versuch, eine relativ simple Zahl zu finden, die wiedergibt, wie schnell die auf dem Planeten produzierten oder durch den Planeten uns zur Verfügung gestellten Rohstoffe, Güter, Energie und so weiter verbraucht wird. Und das umgerechnet auf ein Jahr. Die Idee dahinter besteht darin zu sagen, okay, wenn wir smart sind, wenn wir fit sind, verbrauchen wir das, was für ein Jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember durch den Planeten, durch die Natur für uns zur Verfügung gestellt wird, dass wir das auch in diesem einen Jahr verbrauchen. Also das wäre wirklich genau das Richtige. Das wäre nachhaltig. So, wenn man sich aber jetzt, oder wenn Sie mal schauen, die erste Zahl 1987 wurde das kalkuliert. Da haben die Forscher damals herausgefunden, nee, es ist nicht der 31. Dezember, es ist der 19. Dezember. Ist ein bisschen blöd, ist eine Woche früher, reicht halt nicht ganz fürs Jahr. So, aber gucken Sie sich mal die ganzen anderen Zahlen an, auch die vom letzten Jahr oder von diesem Jahr. In diesem Jahr wurde das, was der Planet uns eigentlich zur Verfügung stellt, am 29. Juli verbraucht. Das heißt, gerade mal in 7 Monaten hat die Menschheit, übertrieben gesagt, das, was ihr eigentlich fürs ganze Jahr reichen sollte, schon verbraucht. Ein Unding. Wobei als Wissenschaftler, ich bin jetzt kein Naturwissenschaftler, ich denke mal, die Berechnungsmethode könnte sicherlich von dem einen oder der anderen in Frage gestellt werden. Da könnte jemand nochmal nachrechnen, andere Parameter reinsetzen und würde sagen, nee, das war nicht der 29. Juli, das war der 24. Ne? Oder es war der 8. August. Aber wichtig scheint mir zu sein, und das sagen viele andere Studien, die ähnliche Berechnungen angehen, dass dieser Trend, der hier sichtbar wird durch diese Daten, dass der real ist, dass es genau darum geht. Jetzt will ich aber, ich muss noch einen draufsetzen, tut mir leid. Der 29. Juli ist ein Durchschnittswert für den ganzen Planeten. Na, da ist Indien dabei, da ist Ghana dabei und so weiter. Für uns in der Bundesrepublik Deutschland war es Ende April.
Ende April. 4 Monate haben wir gebraucht, um das, was eigentlich ein ganzes Jahr hätte reichen müssen, zu verbrauchen. Meistens durch Gedankenlosigkeit. Ne? So was Extremes wie Fernreisen, Flüge, Heizung hochdrehen, Fenster auf. Viele Kleinigkeiten, die im Alltag für uns normal geworden sind, früher vor 50 oder 80 Jahren auch nicht normal waren. Und genau dieses Bewusstsein zu schaffen, hallo, was passiert denn da? Das ist eigentlich dann genau die Aufgabe von Wissenschaften. Das, was man so im normalen Leben für sich nicht so wirklich wahrnehmen kann, da Instrumentarien zu finden, Methoden anzuwenden, um dieses große Bild zu entwickeln. Und das, wie gesagt, versuchen wir in der Zukunftsforschung. Und ich will da noch eine Sache, eine Sekunde vielleicht noch hier drüben rechts das Bild. Das zeigt nochmal auch etwas sehr, sehr allgemein gehalten. Gibt ja den Satz, wenn alle so leben würden wie die USA, also den Lebensstil der USA hätten, bräuchten wir über 3 Planeten. Und so kann man das auch auf andere Länder umrechnen und kalkulieren, wie viele Planeten bräuchte man. Sie sehen bei Indien, der Lebensstil von Indien, die brauchen eigentlich nur einen halben Planeten. Auch da wiederum sehr deutliche Signale an uns zu sagen, okay, also so kann es eigentlich nicht weitergehen, da muss was verändert werden. Da will ich jetzt noch auf einen gewissermaßen Trend hinweisen, der von Hartmut Rosa und vielen anderen aktuellen Forschern und Soziologen beschrieben wurde oder hervorgehoben wird, und zwar den der Beschleunigung. Es gibt eigentlich in den gesellschaftlichen Entwicklungen, also gerade auch in den modernen westlichen Gesellschaften, kaum Parameter und Entwicklungslinien, die, sagen wir mal, stagnativ verlaufen oder relativ flach. Vieles, was für unsere Existenz eigentlich ganz wichtig ist, haben diese exponentielle Entwicklung. Einerseits global die Weltbevölkerung, dann das reale Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel. Geht enorm nach oben, denn der globale Primärenergieverbrauch geht immens nach oben. Dann CO2-Konzentration, gucken Sie sich hier unten das an, auch extrem und so weiter. Also es gibt viele dieser Statistiken, dieser Kurven, wo man eigentlich nur sagen kann, um Himmels Willen, das kann doch auch nicht weitergehen. Also diese Kurven, die können ja nicht fast noch senkrechter werden. Also das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, im Sinne davon, dass wir versuchen, unser Leben, unsere Politik darin einzubetten, das heißt, da in Beziehung zu setzen und daraus dann vielleicht Schlussfolgerungen zu ziehen oder, wie gesagt, Szenarien zu entwerfen, um auch den Leuten zu verdeutlichen, was heißt denn das, wenn das so weitergeht? Was wartet in 10, in 20 Jahren auf uns oder auf die Schülerinnen und Schüler, mit denen wir oder sie es dann zu tun haben? Und in dem Kontext will ich noch ein Zitat vorlesen. Das stammt von keinem Geringeren als Robert F. Kennedy. Der hat einen Vortrag gehalten an einer Universität in den USA, kurz bevor er dann einem komischen Unfall zum Opfer gefallen ist. Und zwar bezieht sich sein Zitat auf das Bruttoinlandsprodukt oder das Bruttosozialprodukt, wie man so schön sagt. Ich lese es mal vor. Ich finde das grandios. Das Bruttosozialprodukt enthält nicht die Schönheit unserer Dichtung oder die Festigkeit unserer Bindungen, nicht die Klugheit unserer öffentlichen Debatte oder die Integrität der öffentlichen Angestellten. Es berücksichtigt nicht die Gerechtigkeit der Gerichte noch die Gradlinigkeit unseres Umgangs miteinander. Das Bruttosozialprodukt misst weder unseren Witz noch unseren Mut, nicht unsere Weisheit noch unsere Lernfähigkeit, nicht unser Mitleid, noch unsere Zuneigung zu unserem Land. Es misst alles, nur nicht das, was das Leben der Mühe lohnt. Also auch grandios, finde ich, auf den Punkt gebracht, worum es geht. Also im Prinzip eine Kritik an dem quantitativen Denken und ein Plädoyer für ein qualitatives Denken, also wirklich um Lebenssinn, um Glück und solche Dinge. Ich will noch ganz kurz auf die globale Ebene hinweisen, und zwar mit einem Zitat nochmal von Mahatma Gandhi, auch eines meiner Lieblingszitate, deshalb bringe ich das. Er wurde kurz nach der Befreiung von den britischen Kolonialherren
von einem britischen Journalisten so etwas sehr arrogant interviewt. Naja, jetzt seid ihr frei und so weiter. Aber glaubt ihr denn jemals, dass ihr unseren Lebensstandard wie in Großbritannien erreichen könnt? Und statt nun jetzt kleinmütig und defensiv zu antworten, hat er ganz geradlinig gesagt, um seinen Lebensstandard zu erreichen, verbrauchte Großbritannien die Hälfte der Rohstoffe unseres Planeten. Wie viele Planeten wird ein Land wie Indien benötigen? Grandios. Also vor 50, 60 Jahren war ihm schon klar, obwohl es den Begriff Nachhaltigkeit oder sowas noch gar nicht gab, das geht nicht. Ne? Also der Lebensstil von Großbritannien kann nicht auf die ganze Welt verbreitet werden. Was er hier natürlich falsch gesagt hat, ist, Großbritannien hat damals nicht die Hälfte der Ressourcen des Planeten geplündert. Das ist völlig abwegig. Aber auch hier geht es nicht unbedingt um die Qualität der Aussage, sondern um die Qualität, also um die Logik, die dahinter steckt. Und die finde ich grandios, dass er das damals schon so offen gesagt hat. Statt zu sagen, klein beizugeben, nein, wir werden das wahrscheinlich nicht schaffen, wir sind zu dumm oder so, sagt er, hey, eure Art von Entwicklung ist einfach zu kostspielig, können wir uns auf dem Planet nicht leisten. Und wie gesagt, das auch vor 60 Jahren, das ist schon sehr bemerkenswert. Damit verbunden will ich auf einen Begriff hinweisen, den viele von Ihnen sicherlich mittlerweile auch gehört haben, und der des Anthropozäns. Es gibt ja die Einteilung der Entwicklung des Planeten in verschiedene Erdzeitalter. Da handelt es sich um große, Zehntausende von Jahren dauernde Prozesse und Qualitäten und so weiter. Und das letzte Zeitalter, das war das sogenannte Holozän, also eine gewisse Warmzeit. Und seit etwa 20 Jahren gibt es die ernsthafte Diskussion sogar unter Geologen, die ansonsten sehr rigide und sehr konservativ eher argumentieren, auch aufgrund ihrer Thematik, die aber sagen, hallo, Holozän ist vorbei, wir sind jetzt seit mehreren Jahren, es gibt da einen Streit über 100 Jahre oder erst 50 Jahre, wir sind in einem neuen Erdzeitalter gekommen. Und zwar in einem Erdzeitalter, das maßgeblich und sehr bedrohlich von Menschen beeinflusst wird. Also das menschgemachte Zeitalter, das Anthropozän. Und zwar deshalb, ein Beispiel, Klimawandel, das hat nicht die Natur gemacht, das gab es immer, sondern den beschleunigten Klimawandel, den menschgemachten Anteil, das haben die Menschen gemacht. Dann CO2-Ausstoß, viele, viele Dinge, Nitratkreisläufe, Wasserverschmutzung, Plastik in Meeren, in der Luft und so weiter. All das bringt diese Forscherinnen und Forscher dazu, zu sagen, hallo, wir haben ein neues Erdzeitalter und wir nennen das Anthropozän. Das ist erstmal im Prinzip eine Schuldzuschreibung, aber gleichzeitig auch ein Fingerzeig auf uns, wo es heißt, hallo, ihr seid verantwortlich. Ihr habt es in der Hand, unseren Planeten besser zu gestalten, weniger Schadstoffe auszustoßen und so weiter. Und diese Verantwortung ist mit diesem Begriff des Anthropozän eigentlich mit geliefert worden. In dem Kontext ist es auch wichtig, dass wir selbstreflexiv arbeiten, das heißt uns auch Gedanken machen, wie konnte es oder wie kann es zu solchen Entwicklungen kommen. Und da gibt es einen weiteren schönen Satz von Albert Einstein, der mal geschrieben hat, wir können die Probleme nicht mit den Denkmustern lösen, die zu ihnen geführt haben. Genau richtig. Oftmals ist es so, wenn man auf ein Problem stößt, denkt man, oh, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen und noch mal einen drauflegen, ne, und noch stärker in die Richtung arbeiten. Nein, genau das andere. Schritt zurücktreten, zu sagen, okay, was läuft denn hier ab? Was habe ich gemacht? Was war denn meine Intention? Aber was sind denn die unintendierten Effekte meines Handelns? Dass man das halt auch reflektiert. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Zukunftsforschung, sich diese Sache zu widmen. Denn viele Dinge, die wir machen, sind ja nicht schlecht gemeint. Ja, also wohlintendiert oder man denkt an bestimmte Dinge nicht. Aber genau das zu reflektieren, das ist eigentlich auch eine ganz zentrale Aufgabe, denke ich mal, von Wissenschaft insgesamt, auch von uns Zukunftsforschern. Und da gibt es in der sozialwissenschaftlichen Diskussion seit 2 Jahrzehnten schon, würde ich sagen, diesen Begriff der sogenannten zweiten Moderne oder der reflexiven Moderne. Also Ulrich Beck und viele andere haben das dargelegt. Der Sinn
von der reflexiven Moderne zu sprechen, liegt genau darin, zu reflektieren, auch selbstkritisch zu reflektieren, was haben wir denn da getan? Also wo gibt es Probleme? Braunkohle zum Beispiel oder viele andere Dinge. Ne? Die waren wohl intendiert, führen aber teilweise zu Effekten, die nicht besonders witzig sind. Und das zu verstehen, das ist genau dieser Begriff, sagt dieser Begriff aus, reflexive Moderne. Also sich selbst zu hinterfragen, um zu neuen Entwicklungslinien, zu einem neuen Lebensstil und so weiter zu kommen. So, wenn man jetzt so die Forderung aufstellt, naja, wir müssen uns irgendwie ändern und wir haben so viele Probleme, wie kann man das denn machen? Da müssen wir eine ganz wichtige Sache im Kopf behalten. Und zwar als Soziologe ist mir das eigentlich relativ klar. Es gibt nicht die Menschen und es gibt da noch nicht die Reaktionsweise. Und ich habe hier mal eine relativ einfache Einteilung mitgebracht aus einer Dissertation, die mich sehr beeindruckt hat. Und zwar ist es die Frage, wie gehen Leute in ihrem Verhalten mit Herausforderungen, mit Problemen um? Und da gibt es diesen Begriff der Coping Styles, also wie geht jemand mit einer Herausforderung um? Und da gibt es, in dieser Doktorarbeit wurde das halt unter vier geteilt, also vier einfache Typen gewissermaßen. Der erste Typ, das nennen die den Weltveränderer oder die Weltveränderin. Das Motto von diesem Typus Mensch lautet, es gibt eine Lösung für das Problem, für die Probleme und ich werde mich dafür einsetzen, sie zu verwirklichen, also diese Lösung umzusetzen. Dann gibt es aber den zweiten Typus, nennen Sie überforderte Helfer. Das Motto lautet, ich hoffe, es gibt eine Lösung, aber sie muss von anderen ausgehen. Ich kann dazu wenig oder nichts beitragen. Dritter Typus, Egoist aus Überzeugung. Also es gibt sowieso keine Lösung und deswegen brauche ich auf nichts und niemanden Rücksicht zu nehmen. Ellenbogen. Und dann der vierte Typus, Resignierte. Da ist die Denkweise implizit zumindest so, es wird keine Lösung geben und diese Tatsache belastet mich so sehr, dass ich am liebsten gar nicht daran denke. Also ein bisschen Vogelstrauß. Also mir geht es so, vielleicht Ihnen auch, also ich tendiere stark zum ersten Typus, aber es gibt Tage oder Zeiten in einzelnen Tagen, wo ich auch die anderen drei Typen sehr, sehr gut verstehen kann, wo ich auch denke, hallo, also es hat überhaupt keinen Sinn mehr, es ist zu viel, kann man gar nichts gegen machen. Aber warum ich das hier anspreche, ist genau dieses genaue Hingucken zu praktizieren. Das heißt also, es gibt Herausforderungen und man kann nicht damit rechnen, dass alle Menschen in derselben Art und Weise damit umgehen. Wird zum Beispiel heißen, das ist dann auch ein Thema gewesen in der sogenannten Nachhaltigkeitskommunikation, da gab es zig Studien vom Umweltbundesamt, Umweltministerium und so weiter, die sich das zu Herzen genommen haben und dann überlegt haben, okay, wie kann man denn über das Thema Nachhaltigkeit und Probleme, Herausforderungen dann kommunizieren. Ein Beispiel, es macht keinen Sinn, jemanden, der schon resigniert ist oder eher ein resignativer Typus ist, dem nochmal mit Fakten zu kommen, wie schlimm alles aussieht und wie die Erde zugrunde geht und wie schlecht die Politik reagiert, sondern zu sagen, der Nachbar von dir, guck mal, der macht Urban Gardening und das gefällt dem auch, das findet er toll. Also mit positiven Beispielen zu kommen, das heißt mit Möglichkeiten, wo man mit kleinen Aktivitäten was erreichen kann. Also diese eher positive Kommunikation. Und so könnte man im Prinzip oder sollte eigentlich mit vielen dieser unterschiedlichen Typen ganz speziell umgehen und nicht alles gewissermaßen über einen Kamm scheren. Aber wie schwer das ist, darauf möchte ich hinweisen mit einem Beispiel aus Afrika. Vielleicht hat jemand schon mal von Ihnen von der afrikanischen Affenfalle gehört. Afrikanische Affenfalle heißt Folgendes. Es gibt einige Regionen in afrikanischen Ländern, wo die Menschen, die Dorfbewohner gerne auch Affen zu sich nehmen. Also wie wir Schwein, Rind und so weiter, die dann gerne Affen essen. So. Die müssen natürlich fangen. Und dann machen sie Folgendes. Sie nehmen entweder einen Termitenhügel oder eine andere Höhle oder sowas und bauen die so um, dass es einen Inhalt gibt, einen Innenraum, wo was reingelegt werden kann und nur eine ganz kleine Öffnung, wo so ein Affenarm so gerade reinpasst.
und legen in diesen Innenraum eine Kokosnuss, eine Mango, ganz leckere Sachen, wo Affen voll drauf abfahren. So, und das Witzige ist, also nicht witzig, es ist eigentlich sehr bedenkenswert, kommt ein Affe vorbei oder mehrere, ne, und riechen, boah, das riecht ja lecker und so, und dann mit dem Arm rein, greifen die Kokosnuss, geht nicht mehr raus. Aber statt die Kokosnuss loszulassen, die sagen, okay, geht nicht, nein, die halten an. Die Dorfbewohner kommen, packen sich den Affen und haben ihn gefangen. Und das Interessante bei diesem Beispiel, es trifft leider auch auf Menschen zu. Es gibt also viele, viele Versuche mit einer ähnlichen Logik, wo Menschen teilweise sehr, sehr ähnlich agieren. Das heißt, statt loszulassen, angesichts einer Gefahr, einer Lebensgefahr, wird trotzdem gesagt, okay, ich mache weiter. Nein. Oder es wird vielleicht gar nicht überlegt, sondern es ist eine Routine, wo man sich überhaupt keine Gedanken mehr macht. Und genau das ist die Herausforderung. Da kann ich noch ein Beispiel bringen von einem US-Anthropologen, der hat sich mal frühere Hochkulturen angeschaut und hat geguckt, warum sind die nicht mehr da, warum sind die kaputt gegangen, diese Zivilisationen, also die Osterinseln und viele große andere Zivilisationen. Große Faktoren waren ökologische Zerstörung, Entwaldungen, Probleme mit der Wasserversorgung damals in Assyrien und so weiter. So, das waren die materiellen Gründe. Aber als Soziologe habe ich dann natürlich versucht zu überlegen, ja, was passierte denn da? Und zwischen den Zeilen steht das bei ihm auch in dem Buch drin. Sheriff Diamond heißt der Autor. Das Buch heißt Kollaps, gibt es seit über 10 Jahren auch in Deutsch. Und das Resümee ist eigentlich, die Eliten damals waren zu arrogant, die waren zu ignorant, die haben bestimmte Warnungen, Warnhinweise nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Oder sie dachten, ach, wir haben das immer schon gemacht, wir brauchen uns da überhaupt nicht zu verändern. Das heißt, genau dieser Veränderungswiderstand, dieser Unwillen hat dann dazu geführt, dass viele dieser großen Zivilisationen wirklich kaputt gegangen sind. Und eine ähnliche Gefahr, würde ich sagen, sehe ich eigentlich auch heute. Das ist ein großes Problem. So, dann will ich weitergehen zum nächsten Punkt. Ich will jetzt schon 2, 3 Sachen hier eher auslassen. Was ich ja schon angedeutet habe, ist die reflexive Moderne. Das heißt also eine moderne Gesellschaftsform, die wir haben, wo es um Selbstreflexivität geht, um Selbstinfragestellung, zumindest in Teilen. Und was da auf uns zukommt oder vor der Frage, vor der unsere Gesellschaften stehen, auch wir hier in Deutschland, ist, wir müssen uns verändern. Die Frage aber heißt dann genauer, also wir brauchen eine sogenannte Transformation unserer Gesellschaft, eine große Veränderung, eine umfangreiche Veränderung unserer Gesellschaft. Die Frage nun heißt es, das hat mal jemand so genannt, ist das da jetzt eine Transformation by Disaster? Also wird unsere Gesellschaft verändert dadurch, dass es wirklich eine Katastrophe gibt? Oder eine Transformation by Design? Also das heißt, stellen wir uns rechtzeitig auf diesen Veränderungsbedarf ein und versuchen, das möglichst intelligent und smart und abgestimmt miteinander zu klären, in welche Richtung wollen wir uns bewegen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, und es gibt da, ich will es nur mal andeuten, zig Literatur darüber, insbesondere vom Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltfragen oder Umweltveränderungen. Die haben 2011 ein Hauptgutachten geschrieben, genau zum Thema große Transformation. Ganz wichtige Studie. Und daraus lassen sich dann verschiedene Veränderungsbedarfe ableiten, die in allen möglichen Bereichen eine Rolle spielen. Also es geht da nicht nur um Infrastrukturveränderungen, sondern wirklich auch um Werte, um Leitbilder, um natürlich individuelle Verhaltensweisen, Lebensstile. Infrastrukturen hatte ich genannt, auf jeden Fall. Dass die Märkte sich verändern, dass nachhaltige Produkte und Technologien unterstützt werden müssen und der Bereich Forschung, Bildung und Wissen und so weiter muss sich auch entsprechend verändern, dieser Herausforderung. Also um diese Transformation hinzukriegen. Und da spielt natürlich dann, wie gesagt, Wissen, Bildung und so weiter eine sehr große Rolle. Und hier komme ich dann zu dem Konzept der Kompetenz. Wahrscheinlich auch für Sie eine zentrale Größe. Und ich habe hier nur das Beispiel genannt von oder angeführt von Gerhard de Haan und seiner Kollegin, die das Konzept der Gestaltungskompetenz sehr stark entwickelt haben.
Das entstand im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, was sowieso ein ganz wichtiger Zweig von Bildung darstellt. Also das Konzept der Gestaltungskompetenz von Dehan und seiner Kollegin hier nochmal im Einzelnen aufgeführt. Sicherlich Dinge, die Sie in Ihrem Alltag auch kennen und oder in Ihrem Unterricht auch einbauen können. Also wenn man sich die einzelnen Punkte durchgeht, das ist eine große Herausforderung. Also im Alltag diese Gestaltungskompetenzen tatsächlich auch zu verwirklichen, sich entwickeln zu lassen, entfalten zu lassen und so weiter. Aber die Herausforderung besteht eigentlich genau darin. Ich meine, das kann man nochmal unterteilen oder nochmal neu justieren, indem man sagt, es braucht Medienkompetenz, technische Kompetenz, kommunikative Kompetenzen, soziale Kompetenzen und so weiter. Aber diese Aufzählung hier finde ich eigentlich am besten, weil die alles andere eigentlich auch umschließt. Also von daher sind genau diese Dinge ja, die Aufgabenstellung oder die Herausforderung, die im Zusammenhang mit Nichtnachhaltigkeit, mit Transformation da eine Rolle spielen. Jetzt kommt noch ein schönes, großes Bild von einem netten Tierchen. Das, was dort abgebildet ist in moderner Form, das resultiert aus einer alten Geschichte von Mönchen aus China, glaube ich, war das. Und zwar hat dort ein damaliger Philosoph seine Kollegin in eine Höhle geleitet, wo ein Tier drin war. Und sie sollten dann im Dunkeln ertasten, um welches Tier es sich handelt. Und wenn Sie sich jetzt diese Grafik anschauen, können Sie schon ahnen, was dabei herauskam. Was weiß ich, der eine umfasst diesen Riesenfuß des Elefanten und denkt, doch, das ist ein Baumstamm. Ja. Oder der andere hinten den Schwanz und denkt, oh, das ist vielleicht eine Schlange oder irgendwas und so weiter. Das heißt, jeder dieser ja, Mitphilosophen oder Mönche, die das damals waren, nimmt nur einen Teil der ganzen Realität wahr. Ja. Und denkt, ich habe recht. Aber im Prinzip, wenn man dann das Ganze betrachtet, wenn die dann gewissermaßen raustreten und sich unterhalten, was haben sie denn da ertastet, dann kommt eigentlich das Gesamtbild erst raus. Und ich finde das eine sehr schöne Metapher, ein sehr schönes Bild, ein Plädoyer gewissermaßen für Partizipation und für Demokratie. Oder auch für uns in der Wissenschaft, Multidisziplinarität. Also es geht überhaupt nicht, dass ich als Soziologe irgendwelche naturwissenschaftlichen Dinge verstehe oder ökonomische Dinge und so weiter. Das heißt also, Zusammenarbeit wird dadurch unheimlich anschaulich, dass man sagt, okay, wir müssen zusammenarbeiten, um die Welt da draußen besser zu verstehen, auch besser und angemessener damit umgehen zu können. So, und dann habe ich noch ein Zitat, das lese ich aber auch noch mal nur vor, da habe ich jetzt kein Bild für vorbereitet. Und zwar kommt das wieder von Albert Einstein, der mal gesagt hat, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Wow, diesen Satz habe ich leider gelesen, als ich gerade an meiner Doktorarbeit saß und habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass so ein schlauer Mensch so einen Schwachsinn sagt, so ungefähr. Ne? Ich muss aber sagen, seit ich jetzt als Zukunftsforscher tätig bin, im beruflichen Leben stehe und so weiter, kann ich dem nur voll und ganz zustimmen. Und zwar also vollumfänglich, wenn man so will. Und zwar deshalb, weil Wissen, das sind Fakten, das sind einzelne Module, wenn man so will. Und erst ein Verständnis der Zusammenhänge macht dann Sinn. Also selbst wenn man jetzt zum Beispiel ein historisches Datum im Kopf hat und Daten weiß, das war der König so und so oder die Königin so und so, hat man aber noch überhaupt kein Gefühl, kein Gespür dafür, was das tatsächlich damals hieß oder ein Krieg oder heutige Zustände in anderen Ländern. Das heißt, das Vorstellungsvermögen ist schon im Alltagsleben teilweise sehr wichtig und noch wichtiger, wenn wir uns versuchen, mit der Zukunft zu beschäftigen und der Zukunft anzunähern. Also von daher hat Einstein auch in der Richtung, glaube ich, sehr recht gehabt. Hier will ich Sie aber hinweisen auf ein Buch von Pankaj Mishra, Die Zeit des Zorns, glaube ich, heißt das. Ein Buch von vor 2 oder 3 Jahren und aus südlicher Perspektive hinterfragt er nochmal die westliche Zivilisation. Also sehr, sehr gut. Und Zeit des Zorns deshalb, weil der Anknüpfungspunkt für ihn oder Anlass war der Terrorismus im Süden, aber teilweise auch die Militanz, der Zorn, der Hass in vielen westlichen Gesellschaften. Und er versucht das in dem Buch zu verstehen. Also ich will das jetzt mal einfach überspringen, damit wir weiterkommen.
und will hinweisen jetzt darauf, wie kann man denn mit dieser Herausforderung, sich Zukunft vorzustellen oder überhaupt erstmal in sich hinein zu horchen, zu fühlen, ja, wo soll denn die Reise für mich hingehen? Also wo soll unsere Schule sich hin entwickeln beispielsweise? Oder unsere Nachbarschaft? In welche Richtung soll das denn eigentlich gehen? Und da gibt es natürlich verschiedene Modelle und so weiter. Und eine Sache will ich hier nur erwähnen. Einige von Ihnen, bin ich sicher, kennen das auch. Die sogenannte Zukunftswerkstatt, die mal konzipiert wurde in den 70er Jahren von dem Österreicher Robert Jung und seinem Kollegen Norbert Müllert. Und zwar sind diese Zukunftswerkstätten, die werden in der Wirtschaft, in allen möglichen Zusammenhängen praktiziert. Wir machen das bei uns am IZT halt auch, auch demnächst wieder mit Schülerinnen und Schülern in Brandenburg. Und das ist eine tolle Methode, weil wir damit den Teilnehmenden Raum bieten und eine Atmosphäre bieten, mal gewissermaßen in sich zu gehen und miteinander in einer kreativen Art und Weise durch Malen, durch Zeichnen, durch Collagen, sich die Zukunft auszumalen für sich. Ne? Aber es ist noch ein bisschen konstruktiver. Und zwar gibt es drei Phasen in der Zukunftswerkstatt. Die erste ist die Beschwerde- und Kritikphase. Also ich denke, das ist sehr alltagsnah. Sie kennen das vielleicht aus Erfahrung in Vereinen oder so, wenn man zusammenkommt. Man muss sich erstmal so ein bisschen in Anführungszeichen auskotzen und sagen, ach, das klappt nicht und das ist ja schrecklich und so weiter. Aber daran knüpft man dann in der zweiten Phase an und sagt, okay, was wollen wir dann jetzt wirklich verbessern? Also wie soll es denn eigentlich dann aussehen, wenn uns das hier und heute nicht gefällt? Ne? Und dann kommt die dritte Phase am Ende, die Verwirklichungs- und Praxisphase. Dann wird gefragt, okay Leute, wenn ihr da hin wollt, was ihr euch da schön ausgemalt habt, was ist dann zu tun? Was könntet ihr tun? Wer schreibt dem und dem? Wer trifft sich mit denen und denen? Wer versucht, nächste Schritte zu entwickeln und so weiter? Und dann kann man noch einen draufsetzen und androhen. Okay, wir haben jetzt so ein bisschen vereinbart, wer was wie macht. In 4 Monaten melden wir uns mit einer E-Mail oder wir treffen uns nochmal persönlich und dann wird abgefragt, okay, was habt ihr erreicht? Ging das nach vorne oder nicht? Also hier gewissermaßen ein praktischer Hinweis auf eine Methode, die man anwenden kann, um so ein bisschen sich der Zukunft oder den Zukünften zu nähern. Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Ich habe eine Kollegin in Seattle, die macht Meditation mit ihren Schülerinnen und Schülern. Oder auch Yoga wird in manchen Schulen angewendet, mit teilweise ganz positiven Ergebnissen, wenn man so will. Und darum geht es letzten Endes. Und wenn man sich nochmal vor Augen hält, was ich eingangs so erwähnt habe oder dargestellt habe, mit welchen immensen Problemen wir es heute schon zu tun haben, aber in 10, 20 Jahren wird das noch schlimmer werden. Also Klimawandel, was wir bisher erlebt haben, ist der Anfang. Oder auch Probleme mit Infrastrukturen, mit Gewalt, mit anderen Dingen, die ich erwähnt habe als Megatrends. Wenn man das zusammendenkt, kann man sagen, das ist überwältigend. Und da, glaube ich, ist es für die Bildung der Zukunft ganz wichtig, die Schülerinnen und Schüler gewissermaßen resilient zu machen, also widerstandsfähig, das heißt mit Anforderungen umgehen zu lernen, aber auch zum Beispiel auch abzulehnen, zu sagen, nein, hier ist Schluss, da mache ich nicht mehr mit. Also eine Balance versuchen herzustellen bei den Schülerinnen und Schülern, wo sie auch sagen können, nein, da muss ich jetzt nicht mitmachen, da muss ich mich nicht beteiligen. Also das eine Balance herzufinden, der zwischen Gestaltung, Eingreifen und auch sich zurückziehen. Man merkt das ja auch in der Arbeitswelt, Burnout und so weiter. Und ich vermute mal, das wird auch eine Sache sein, die auf die Jugend der heutigen Welt gewissermaßen auch zukommt. Also im Prinzip so zu sich finden, ne? Das eigene Selbst stark wahrnehmen und dann sich auch abgrenzen lernen. Ich glaube, das wäre wichtig. So, und es gibt, das ist ja dann auch nochmal wichtig, nicht, dass man nur erzählt, ja, es gibt andere Möglichkeiten, sondern auch vielleicht das ein oder andere an Möglichkeiten auch selbst aufzeigt, ne, oder darauf verweist. Was gibt es denn da draußen in der Welt schon an Alternativen zu unserem jetzigen Herumwuseln und Herumwursteln? Und es gibt sehr, sehr viele alternative Projekte, Aktivitäten, wo sich dann auch junge Leute gerne teilweise auch beteiligen, gerade wenn es ganz konkret wird. Ne? Also von daher, solche Dinge im Kopf zu haben, vielleicht auch Kontakte herzustellen mit der Schule, die Leute einzuladen von solchen Initiativen oder Projekten. Auch das wird sicherlich von Ihnen auch schon teilweise praktiziert, aber könnte ich mir in Zukunft noch mehr vorstellen. Und hier jetzt das letzte Slide mit einem meiner absoluten Lieblingszitate von Herrn Goethe,
der darf ja in einer Bildungseinrichtung vielleicht nicht unbedingt fehlen. Und ich finde das einfach fantastisch. Er hat mal geschrieben, wer Menschen behandelt, wie sie sind im Hier und Heute, macht sie eigentlich schlechter. Wer die Menschen behandelt, wie sie sein könnten, also ihre Potenziale berücksichtigt und fördert, macht sie besser. So, und mit diesem Satz will ich jetzt erstmal enden und in die Diskussion überleiten. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit.